nächste Geschichte heißt Pumuckl und das Geld. Für einen Kobold ist die Welt der Menschen eine recht schwierige und manchmal sogar eine unverständliche Sache. Wenn ein Kobold zum Beispiel etwas braucht, dann nimmt er es einfach. Allerdings ist dazu zu sagen, dass er nicht viel braucht. Nicht einmal dann, wenn er sichtbar ist, wie unser Pumuckl und Hunger hat. Eine Pflaume ist für ihn so groß wie für uns ein Apfel und mehr als zwei Pflaumen kann er gar nicht essen. Eine Scheibe Wurst ist für ihn so viel wie ein großes Schnitzel. Und was braucht er sonst noch? Eigentlich nichts. Die Menschen dagegen brauchen Kleider, Essen, Möbel und noch vieles mehr. Wo käme man dahin, wenn sich jeder das einfach irgendwo wegnehme? Wir müssen also alles kaufen und dazu brauchen wir Geld. Geld aber ist etwas, über das sich der Pumuckl noch nie in seinem Leben Gedanken gemacht hat. Eines Tages ist Meister Eder in die Stadt gegangen, um einen neuen Kittel, zwei Paar Socken und Schuhe zu kaufen. Und wie das so geht, es war alles teurer, als er gedacht hatte. So kam er nach Hause, packte die Sachen aus und sagte ärgerlich, »Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Das Geld rinnt einem nur so durch die Hände.« »Zeig, wo rinnt was?« fragte Pumuckl und betrachtete interessiert Eders Hände. Der Schreiner musste lachen, nicht so wie du dir das vorstellst. Ich habe gemeint, das Geld geht nur so raus. Dann musst du es eben wieder hereinholen. Ja, wenn das so einfach wäre, Pumuckl. Oder du musst ganz fest die Tür zumachen, damit das Geld nicht rausgehen kann. Eder seufzte. Das hilft nichts. Es ist eben alles so teuer. Es kostet alles zu viel. Pumuckl bekam seine Nachdenkefalte. Ich verstehe dich nicht. Zuerst sagst du, dass das Geld rinnt und nirgends rinnt es. Dann sagst du, dass es schnell hinausgeht und dabei geht es gar nicht hinaus, sondern alles ist nur teuer. Also was tut das Geld wirklich? Ich weiß nicht, ob ein Kobold das versteht, aber ich will es dir erklären. Wenn der Mensch etwas braucht zum Essen oder zum Anziehen, dann muss er es kaufen. Kaufen, aha, sagte Pumuckl völlig verständnislos. Und wenn man etwas kauft, dann muss man Geld dafür hinlegen. Pumuckls Nachdenkefalte glättete sich. Ist doch ganz einfach. Geld hinlegen, dann kann ich das sogar ich. Ja, aber das Geld, das man hinlegt, muss man zuerst verdienen. Und zwar durch Arbeit. Also, wenn ich arbeite, dann bekomme ich Geld dafür. Und das Geld muss ich in einem Laden hergeben, dann bekomme ich, was ich brauche. Verstehst du das? Pumuckl nickte eifrig. Wenn du arbeitest, bekommst du Geld und wenn... Plötzlich stellten sich seine Wuschelhaare vor Empörung hoch. Wenn ich aber arbeite, ich habe noch nie Geld dafür bekommen. Noch nie. Und gleich tat sich Pumuckl leid. Oh, ich habe noch nie Geld dafür bekommen. Noch nie. Och, Pumuckl hat schon so viel gearbeitet und noch nie Geld bekommen. Och, ich will auch Geld haben. Gleich. »Wann hast du denn etwas gearbeitet?« fragte Eder erstaunt. »Oft! Habe Nägel runtergeworfen, Hobel versteckt, Staub auf Leute geblasen, gezwickt und gepickt. Alles viel Arbeit und kein Geld. Och, armer Pumuckl, kein Geld!« »Aber das war doch alles keine Arbeit.« »Was war's denn?« »Nun ja, das war doch mehr ein Vergnügen, ein Spaß.« »Und für Spaß gibt es kein Geld?« »Nein.« »Es gibt also nur für traurige Arbeit Geld?« »Aber nein.« Eder suchte nach Worten, gab es dann aber auf. »Ich glaube, das verstehst du doch nicht.« »Ich will aber Geld haben. Geld hinlegen, etwas kaufen.« beharrte Pumuckl. »Was willst du denn schon kaufen?« »Weiß nicht. Was Feines. Gib Acht. Ich arbeite gleich ganz traurig dafür.« Und er senkte seine Stimme zum traurigsten Basston und griff nach dem Hammer. »Hammer traurig wegwerfen!« Und schon polterte das Werkzeug zu Boden. »Schrauben traurig verstecken!« Und mit leichem Bittermiene ließ er zwei Schrauben unter ein Stück Papier rollen. Eder wusste nicht, ob er lachen oder gerührt sein sollte. »Pumuckl, eine Arbeit muss nützlich sein, nicht traurig. Komm, lass es sein. Du kriegst von mir ein 10-Pfennig-Stück.« Pumuckls Miene hellte sich auf. »Für Arbeit aufhören kriegt man auch Geld?« »Nein, aber weil du es bist.« Eder holte seinen Geldbeutel, aber es war kein 10-Pfennig-Stück drin.
Tut mir leid, Pumuckl. Ich habe kein kleines Geld. Dann gib mir großes. Ich bin stark. Ich kann auch großes Geld tragen. Jeder erklärte dem Kobold, dass die Größe des Geldes nichts mit dem Gewicht, sondern etwas mit dem Wert zu tun hätte. Aber dafür hatte der Pumuckl keinerlei Verständnis. Er stampfte auf. Ich will gleich Geld haben. Sofort. Auf der Stelle. Beinahe wären sie in Streit geraten, wenn nicht Frau Brandt zur Türe hereingekommen wäre. Frau Brandt ist eine nette alte Frau, der ein Gemischtwarenladen im Vorderhaus gehört und die den Schreiner schon seit vielen Jahren kennt. Eda kauft von der Butter bis zu den Zigaretten alles bei ihr ein. Sie hatte am Tag zuvor zwei kleine Bretter für ein Regal bestellt, die ihr der Schreiner auch schon hergerichtet hatte. Jetzt wollte sie auch noch einen Hängekasten haben und wenn möglich ziemlich bald. Eda konnte ihr das nicht sicher versprechen. Da kramte sie in ihrer Tasche und brachte eine Tafel Schokolade zum Vorschein. Sie lachte und sagte, »Kann ich Sie nicht damit ein wenig bestechen? Ich weiß doch, dass Sie gerne schlecken, auch wenn Sie sich selber nie Schokolade kaufen.« Das stimmte nicht ganz, aber Eda sah mit einem Seitenblick, dass sein Pumuckl große, neugierige Augen machte. Der Kobold hatte bestimmt in seinem Leben noch nie Schokolade versucht. »Na gut«, sagte Eda lächelnd, »ich mach den Kasten so schnell wie möglich.« Frau Brandt strahlte. »Wunderbar«, sagte sie. »Und was bin ich jetzt für die Bretter schuldig?« Eda rechnete es aus. 5,50 Mark. Frau Brandt legte einen 5-Mark-Schein und ein glitzerndes 50-Pfennigstück auf den Tisch. Der Schreiner steckte es nicht gleich ein, weil er Frau Brandt half, die beiden Brettchen unter den Arm zu packen. Die Geschäftsfrau bedankte sich und sagte, »Vergessen Sie nicht, das Geld einzustecken. Da habe ich es auf den Tisch gelegt.« Sie unterbrach sich mitten im Wort. »Da liegen ja nur noch die 5 Mark. Habe ich nicht auch noch 50 Pfennig hingelegt?« Sie stellte die Bretter wieder ab. »Doch, doch, doch, Sie haben einen 50er hingelegt. Er ist wahrscheinlich auf den Boden gefallen«, beeilte sich Eda zu versichern. Es war ihm nämlich klar, dass der Pumuckl da seine Hand im Spiel hatte. Frau Brandt aber suchte den Boden ab. »Ich bin nicht sicher, dass ich das Geld auch wirklich hingelegt habe. Ich werde so vergesslich. Es liegt auch nirgends auf dem Boden.« »Lassen Sie nur, Frau Brandt, es stimmt schon.« »Nein, ich will Sie nicht schädigen«, bestand Frau Brandt und holte noch ein 50-Pfennigstück aus der Tasche und legte es auf den Tisch, da half dem Schreiner alles wären nichts. »Wenn Sie wirklich den anderen 50er noch finden sollten, Herr Eder, dann können Sie ihn mir ja zurückbringen.« Eder steckte das Geld ein, aber nicht, weil Frau Brandt ihn von ihrer Vergesslichkeit überzeugt hätte, sondern weil er verhindern wollte, dass auch das zweite Geldstück verschwand. »Ich finde die 50 Pfennig bestimmt«, sagte er nochmal, »und vielen Dank auch für die Schokolade.« Als Meister Eder und sein Pumuckl wieder allein waren, hüpfte der Kobold vor Vergnügen von der Hobelbank auf den Bretterstapel und vom Bretterstapel auf den Tisch und vom Tisch auf die Säge und sang dazu, »Bin ein Held, habe Geld, das mir gefällt, wie bestellt.« »Pumuckl, so geht das nicht«, sagte Eder streng. »Wer Geld wegnimmt, ist ein Dieb. Gib es sofort wieder her.« »Habe aber doch dafür so nützlich gearbeitet. Habe Staub vom Schuh der Frau Brandt geblasen. Ist fast sauber geworden. Große, nützliche Arbeit.« »Gib sofort das Geld her.« »Nein, du hast gesagt, wenn man nützliche Arbeit tut, kriegt man Geld dafür.« »Ja, aber nur nach Vereinbarung.« »Du hast was aber mit mir vereinbart.« »Aber zum Kuckuck. Begreif doch, dass man Geld nicht wegnehmen darf. Gib es auf der Stelle her.« Der Meister war wirklich zornig. Da wurde Pumuckls Gesicht traurig. »Oh, jetzt habe ich mich so gefreut und alles so gemacht, wie du es gesagt hast, und jetzt schimpfst du mich aus.« Er streckte dem Schreiner das Geld hin. »Da, nimm es wieder. Das schöne silbrige Geld freut mich gar nicht mehr. Habe so fest geblasen und ganz umsonst. Da!« Das rührte den Meister Eder nun wieder. Wie sollte sich denn der kleine Pumuckl in Geldangelegenheiten auskennen, wo es doch auch genug Menschen gibt, die nie damit zurechtkommen? »Pumuckl, ich schenke dir den 50er. Ich glaube doch, dass Staub wegblasen eine nützliche Arbeit ist. Aber du darfst in Zukunft nur das Geld nehmen, das du von mir bekommst. Verstehst du das?« Nun, das war selbst für einen Kobold verständlich. Da fiel Meister Eder die Schokolade wieder ein. »Hast du eigentlich schon einmal Schokolade gegessen, Pumuckl?« »Nein. Ist das süß oder sauer?«
Süß, sehr süß. Süße Sachen liebte Pumuckl über alles. Und als er ein Stück probiert hatte, da schien Schokolade ihm das Beste, Herrlichste auf der Welt, was es gibt. Ich will nur noch Schokolade essen, verkündete er. Aber nicht nur der Geschmack der Schokolade, auch das knisternde Silberpapier, in das sie eingewickelt war, gefiel dem Kobold sehr. Er raschelte vergnügt damit und sagte dann mit gewichtiger Miene: Glitzer Silber, Glitzer Gold, Glitzern ist dem Kobold hold. Und flüsternd fügte er hinzu: Koboldsgesetz. Leider zeigte sich noch in der nächsten Stunde, dass dieses Koboldsgesetz nicht stimmte. Doch zunächst war noch alles in schönster Ordnung. Als Pumuckl mit dem besten Willen keine Schokolade mehr hinunterbrachte, sagte Eda, dass er jetzt schnell zu Frau Brandt gehen und ihr die 50 Pfennige, die sie noch zu viel bezahlt hatte, zurückgeben müsse. Dabei wollte er gleich noch Zigaretten für sich kaufen. Vorsichtig fragte Pumuckl, ob er mitgehen dürfe. Er wolle nur mal zuschauen, wie man einkauft und Geld hinlegt und dann auch etwas dafür bekommt. Er versprach, dass er kein Geld mehr wegnehmen werde. So ging der sichtbare Meister Eder mit seinem unsichtbaren Kobold in den Laden der Frau Brandt. Es war gerade kein Kunde im Geschäft. Eder erzählte, dass er die 50 Pfennig wiedergefunden habe und Frau Brandt sagte, das wäre doch nicht so eilig gewesen. Dann verlangte er 2 Packungen Zigaretten und legte 2 Mark und ein 50-Pfennig-Stück auf den Geldteller. Doch als Frau Brandt das Geld nehmen wollte, lagen plötzlich 2 50-Pfennig-Stücke da. Herr Eder, Sie haben zu viel bezahlt. Sie haben versehentlich 2 50er hingelegt. Ich? Nein, bestimmt nicht. Vielleicht haben Sie sich geirrt und gemeint, es seien 2 einzelne Markstücke und ein 50-Pfennig-Stück. Und stattdessen waren es 2 50er und ein 2-Mark-Stück. Nein, nein, das weiß ich bestimmt. Ich habe das Geld genau angeschaut. Frau Brandt schüttelte verwundert den Kopf. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich werde so vergesslich. Vielleicht ist der eine 50er von einer Kundschaft liegen geblieben, die vor Ihnen da war. Also, wenn Sie sicher wissen, dass es nicht von Ihnen ist, dann kassiere ich's. Vom Himmel fällt Geld nicht, leider. Könnte höchstens sein, dass der Pumuckl... Wie bitte? Eder wurde verlegen. Ach, nichts weiter. Sie glauben bestimmt nicht an Hausgeister? Jedenfalls nicht an solche, die Geld hinlegen, lachte Frau Brandt. Aber der Schreiner lachte nicht mit, sondern schaute sich schnell im Laden um. Da fiel sein Blick auf die Schokoladentafeln. Wenn das zweite 50-Pfennig-Stück vom Pumuckl gewesen war, dann konnte es leicht sein, dass der Kobold sich dafür etwas genommen hatte. Und da er so begeistert war von der Schokolade. Was schauen Sie denn so seltsam? Fragte Frau Brandt. Ich, so schaue ich doch immer, stotterte Eder ertappt und vorsichtig, fragte er. Wissen Sie eigentlich immer, wie viele Schokoladentafeln da liegen? Aber ja, warum? Ach, das fällt mir nur so ein. Die liegen so frei herum, dass jedes Kind einfach eine wegnehmen könnte. Ist mir schon einmal passiert. Seitdem lege ich von jeder Sorte 5 Stück auf. Das lässt sich leicht überblicken. Eder zählte schnell. Es ließ sich wirklich leicht überblicken, dass noch alle Tafeln da lagen. Er nickte erleichtert. Ja, dann ist ja alles gut. Und als er das verwunderte Gesicht der Geschäftsfrau sah, lenkte er schnell ab. Ich nehme gleich Maß für den Hängekasten, weil ich nun schon mal da bin. Frau Brandt war damit sehr einverstanden. Eder nahm Maß und so sah niemand, dass etwas Glitzerndes den Boden entlang glitt und beim Eintreten des nächsten Kunden auf die Straße hinaushüpfte. Als Meister Eder in seine Werkstatt zurückkam, war Pumuckl schon da. Er saß auf der Kante seines kleinen Himmelbetts und baumelte mit den Beinen. »Sag mal, Pumuckl, war das dein Geldstück, das auf dem Geldteller lag?« »Ja, ist mir durch die Finger geronnen«, sagte er vergnügt. Durch die Finger geronnen und dafür mitgenommen. Was denn um Himmels Willen? Die Schokolade war doch vollzählig. Pumuckl ist schlau. Ich habe für schönes silbernes Geld Goldpapierschokolade genommen. Goldpapier glitzert viel schöner als Silberpapier. Schokolade in Goldpapier? Habe ich nirgends gesehen. Willst du sie jetzt sehen? Pumuckl strahlte. Hab sie hier unter mein Bett geräumt. Oh, Pumuckl kann auch aufräumen, wenn er will. Hab die Goldpapierschokolade deshalb unter mein Bettchen gelegt, damit ich immer schnell davon herunterbeißen kann, wenn ich aufwache und Hunger habe.
Pumuckl zog stolz unter seinem Himmelbettchen ein goldenes Dreieck heraus. Da fing Meister Eder zu lachen an und lachte und lachte. Pumuckl wurde wütend. Was hast du denn? Lach nicht so. Das ist doch keine Schokolade, sondern Käse. Ein Schmelzkäse-Eck. Käse? Rief der Kobold entsetzt, denn er verabscheute Käse tief. Pfui, Käse! Er schob ihn so weit von seinem Bett weg wie möglich. Dann setzte er sich auf die Tischkante und heulte. Ich will Schokolade haben und keine Käse. Oh, wie habe ich geschleppt. Oh, wie bin ich gerannt. Oh, wie habe ich mich gefreut. Glitzergold ist dem Pumuckl gar nicht hold. Ist Käse drin. Oh. Meister Eder setzte sich den heulenden kleinen Burschen auf die Hand und fuhr ihm mit einem Finger über den Wuschelkopf. Heul nicht, Pumuckl. Wir tauschen. Du gibst mir den Käse, den mag ich sehr gern. Und du bekommst von mir Schokolade. Den Vorteil hat allerdings Frau Brandt, denn der Käse kostet sich ja nicht mehr als 30 Pfennig. 20 Pfennig hast du rausgeworfen. Hab gar keine 20 Pfennig gehabt. Hab sie also auch nicht rauswerfen können. Kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Der kleine Kerl war wirklich verzweifelt. Ja, weißt du, so einfach ist eben das Einkaufen auch wieder nicht. Man muss sichtbar sein und fragen und reden können. Ich glaube, das muss ich immer für dich machen. Doch hör mit dem Heulen auf. Hier ist noch etwas Schokolade. Beiß ab. Wenn du dafür vom Käse abbeißt. Eder lachte. Gut, dann lassen wir es uns eben alle beide schmecken. Pumuckl schmeckte es so, dass er wieder einigermaßen getröstet war. Ihr Menschen seid doch dumm, dachte er dann laut vor sich hin. So was Feines wie Schokolade wickelt ihr in Silberpapier und so was Dummes wie Käse in Goldpapier. Umgekehrt wär's doch viel richtiger. Findest du nicht auch? Das Einwickelpapier ist nicht wichtig, Pumuckl. Aber was draufsteht? Lesen muss man können, wenn man einkauft, und rechnen. Aber um das zu lernen, müsstest du in die Schule gehen. Das kannst du nicht. Ich kann überall hingehen, wo ich will. Darüber wollte nun der Schreiner nicht mehr streiten. Probier es, wenn du meinst, sagte er und setzte den Kobold auf den Bretterstapel. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Er schaltete die Säge ein, die mit ihrem Gedröhn jedes weitere Gespräch unmöglich machte. Pumuckl aber bekam seine Nachdenkefalte und gleichzeitig sein Dichtergesicht. Und dann murmelte er vor sich hin. Ich denke nach über Geld auf der Welt, über Käse, über Schule. Ob ich lese oder spiele, egal. Ob ich schlau bin oder dumm, bumm. Und plötzlich stand sein Entschluss fest. Jawohl, er wird in die Schule gehen.